Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr Lieben, heute befüllen wir zusammen meine Umschläge für den Monat Juni. Und das ist mein Motto für diesen Monat. Finde ich sehr, sehr schön. Es gibt halt Dinge, die kann man nicht an manchen Tagen schaffen, aber an anderen Tagen schafft man das wieder. Und so sehe ich das jedenfalls. Ich habe abgehoben 430 Euro und das können wir auch gerne nochmal zusammen zählen. 100, 200, 250, 70, 90, 310, 330, 50, 70, 80, 90, 400, 10, 20, 30. Das stimmt auf jeden Fall. Und bevor wir aber dazu kommen, meine Umschläge zu befüllen, würde ich gerne erstmal ja, euch meinen Monat Juni zeigen. Ich habe das dieses Mal alleine gestaltet. Ihr wisst ja, mir geht es im Moment nicht so gut. Es ist schon ein bisschen besser geworden, aber ja, ich habe immer noch. Naja, egal. Wir wollen darüber jetzt nicht sprechen. Wir reden übers Cash-Stuffing und über den neuen Monat. Ich habe den richtig, wie ich finde, schön sommerlich gestaltet in so gelblichen Farben mit wunderschönen Schmetterlingen. Wartet mal, ich nehme euch noch mal ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr das richtig schön sehen. Ich liebe dieses Washi-Tape, ist eins meiner liebsten. Und ja, so ist das Ganze aufgeteilt. Ich habe auch schon alles vorher beschriftet. Ich hole euch jetzt ein bisschen näher dran, weil wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Und dann könnt ihr das alles viel besser sehen. Also mein Gehalt für diesen Monat beträgt 2077 Euro. Kindergeld 219 Euro. Ja, Zusatzeinnahmen, die weiß ich natürlich noch nicht. Challenges können wir auch noch nichts machen. Kommen wir zu meinen Ausgaben. Geldtöpfe 1 ist ja alles das, was ich im Quartal oder jährlich bespare. Da habe ich einmal die GEZ, die wird bei mir, wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch, im Quartal abgebucht. Zurzeit habe ich da 38 Euro sozusagen, also 2 mal 19 Euro, sind ja 38. Dann haben wir den Sparkassenbeitrag, 16 Euro, also 2 mal 8. Im nächsten Monat wird das alles beides wieder bezahlt. Dann Hundesteuer, 55 Euro und im Juli wird das dann abgebucht mit knapp 60 Euro. Also das passt und ja, das freue ich mich, dass ich da das in diesen kleinen Schritten machen konnte. Am Ende des Monats muss mein Kontostand 109 Euro betragen, damit ich das alles, damit das auf dem neuesten Stand ist. Dann kommen wir Geldtöpfe 2. Bei Molly habe ich im Moment gar nichts drauf. Sohnemann oder im Umschlag. Es sind im Moment 55,26 €. Das haben wir ja auch alles beim Monatsabschluss zusammengezählt. Das stimmt also alles. Urlaub habe ich zurzeit 50 Euro bei Vivid. Hochzeit 70, Stoffe 30, Geschenke 15, Haus 100 und Kleidung 20 Euro. Das stimmt ja auch alles. Bei den Fixkosten geht es um all das, was bei mir monatlich abgebucht wird, als festen Beitrag sozusagen. Da haben wir einmal den Abtrag fürs Haus, 650 Euro. Steuerberater bekommt 60 Euro, Netflix 15, Lotto 60. Das sind bei mir Fixkosten, weil das jeden Monat abgeht. Also mal sind es 40, mal sind es 60. Aber ich habe das als Fixkosten genommen, weil das, naja, ihr wisst, das brauche ich jeden Monat. Dann 30 Euro NBL, Kreditbank 65 Euro und so viel ich weiß, ist das der letzte Monat. Das heißt, das taucht im Juli nicht mehr auf und da freue ich mich sehr drüber. Diese 40 Euro sind diese 38 Euro, das sind meine Geldtöpfe 1. Die Uelzner, das ist für meinen Hund, die Hundesteuer und Haftpflichtversicherung. Signal Iduna ist Rentenfonds, Sparlose, klar von meiner Sparkasse, 10 Lose habe ich da. iTunes 5 Euro und meine Tochter bekommt 150 Euro Taschengeld. Zusammen ist der Betrag 1320 Euro. Was diesen Monat fehlt, ist Indiba. Da spare ich normalerweise jeden Monat 200 Euro. Das habe ich diesen Monat weggelassen, weil ich halt, ja, mein Notgroschen ist gut gefüllt und ich erhoffe mir, dass hier ein bisschen was übrig bleibt bei den variablen Kosten und wir das am Ende des Monats in die Geldtöpfe 2 packen können. Gut, dann kommen wir jetzt mal, ich muss das mal ein bisschen weiter hoch. Das besprechen wir noch eben schnell und dann füllen wir auch schon die Umschläge. Also,
Lebensmittel habe ich ein bisschen aufgestockt. Da waren es letzten Monat 400 Euro. Habe ich jetzt 420 Euro. 120 tun wir gleich bar in die Umschläge. 300 Euro landen bei Vivid. Sohnemann bekommt wie immer 20 Euro in bar. Auswärtsessen diesen Monat 50 Euro, weil ich mir vorgenommen habe, meine Familie doch das ein oder andere Mal mit einladen zu können. Naja, klein einladen zu können. Ihr wisst, mit 50 Euro, da kommt man ja nicht weit. Aber immerhin. Freizeit 80 Euro, Luxus 80 Euro, Molly 60 Euro, 10 Euro habe ich in bar, 50 Euro liegen auf dem Konto, wo das Hundefutter diesen Monat auf jeden Fall ist. Das habe ich auch schon bestellt. Das müsste jetzt morgen kommen. Garten habe ich diesen Monat 50 Euro, 30 werde ich in den Umschlag tun und 20 bleiben auf dem Konto. Sonstiges 40 Euro in bar und 180 Euro bei Vivid. Das nutze ich ja fürs Tanken hauptsächlich oder auch mal für Briefmarken oder. Zusammen habe ich diese 430 Euro, die haben wir ja schon zusammen gezählt. 480 Euro kommen zu Vivid, 70 Euro bleiben auf dem Konto. Gut, dann würde ich sagen, es geht los. Wir befüllen unsere Umschläge. Also, gut. So, wie machen wir das? Also, mein Aufkleber ist leider abgegangen. Ich muss euch, glaube ich, ein bisschen rausnehmen. So, sonst könnt ihr das nicht so gut sehen. Hier kommen also 120 Euro in bar rein. Das sind ja meine Lebensmittel. Ich hatte auch schon kleine Ausgaben. Das sieht man dann im Wochenabschnitt. Eins. Ja, wir brauchten einfach ein paar Lebensmittel. Aber ich wollte für das Cash Stuffing, dass es schön aussieht. Normalerweise nehme ich hier gleich wieder ein bisschen Geld raus. Ich fand das schöner, wenn man das so rum macht. Sonst würde hier schon ein bisschen was fehlen und das würde euch ja schon ein bisschen was verraten. Und die Spannung soll ja bis zum Donnerstag bleiben. Dann Sohnemann bekommt 20 Euro. Halt. Ich hatte das alles aufgelassen, stimmt. So, das ist ja noch, der 1 Euro ist noch übrig vom letzten Monat. Auswärtsessen bekommt 50 Euro. Freizeit bekommt 80 Euro. Und es ist ein so schönes Gefühl, dass da wieder Geld drin ist. Leider kann ich ja im Moment noch nicht so viel machen. Ich bin ja nach wie vor in Quarantäne. Aber auch das wird ja, ich hoffe, bald vorbei sein. Ich habe mich noch mal heute in so einen kleinen Schnelltest gemacht, aber ist natürlich noch total positiv und mir geht es ja auch noch nicht so gut. Also wäre ja auch schon komisch, wenn das nicht mehr so wäre. Gut, 10 Euro für meinen Hund, das ist einfach nur für Leckerlis. Also da bekommt sie ja jeden Monat, kaufe ich ihr einmal so eine ganz bunt gemischte Tüte und das finde ich völlig ausreichend. 30 Euro für den Garten. Da freue ich mich sehr drüber, dass das Budget diesmal ein bisschen mehr ist. Wobei es eigentlich immer noch zu wenig ist. Aber ja, naja, das ist so. Mehr geht ja immer. Gut, und sonstiges bekommt die restlichen 40 Euro. Dann hat das auf jeden Fall alles gepasst. Ja, ihr Lieben, das war ein relativ kurzes Video für meine Verhältnisse. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch noch ein. Ach so, bevor ich jetzt mit dem Video Schluss mache, wollte ich euch noch eine Sache sagen. Und zwar hatte ich doch, wer meinen Monatsabschluss geguckt hat, wusste ich nicht so ganz mit dem Kleingeld, wie ich das machen soll. Ich habe natürlich mein Konto nochmal, ja, mir mein Konto angeschaut und gesehen, im Grunde genommen fehlen 9 Euro. Und die habe ich wieder rausgenommen, damit ich halt diese 70,70 Euro, die sollten ja im vorigen Monat auf meinem Konto bleiben, um meine Geldtöpfe 1 zu befüllen, sag ich mal, damit die safe sind. Und da fehlen aber 9 Euro, damit diese Summe komplett stimmt. Und das sind diese 9 Euro, die habe ich jetzt 2, 4, 6, 8, 9, die habe ich hier hingepackt, die müssen theoretisch auf mein Konto zurück. Und das restliche Geld, was davon übrig ist, ich glaube, es waren 37 Euro Kleingeld, das kann ich nächsten Monat jetzt reell als kleine Zusatzeinnahme nehmen. So habe ich mir das gedacht. Ich hoffe, ich mache das richtig oder beziehungsweise ich mache das jetzt einfach so.
Ja, das war's. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei meinem Wochenabschluss 1 im Juni. Bis dann. Tschüss.